Dann haben wir jetzt Zeit für Ihre Fragen. Ich werde einfach erstmal die Namen vorlesen und dann können Sie sich ja schon mal auf den Weg machen zu den Mikrofonen und eben Ihre Fragen stellen. Einmal Adriana Röder, Matthias Schulz, Inge Kaufmann und Helmut Künast. Adriana Röder, ist sie schon angekommen bei der? Ja, wunderbar. Bitteschön. Und zwar, Jan, du hattest ja von deinem 100-Tage-Programm gesprochen und ich würde jetzt gerne Rat und Michael fragen, was ihr euch denn als Ziel gesetzt habt für eure ersten 100 Tage als regierender Bürgermeister. Erstmal länger regieren. 100 Tage. Nein, Genossinnen und Genossen, das mit dem 100-Tage-Programm, das ist so eine Sache, weil natürlich da zum einen auch ein Anspruch formuliert wird, und das ist ja selbstverständlich, das habe ich vorhin auch gesagt. Wir wollen als Sozialdemokraten die führende Rolle spielen, auch über 2016 hinaus. Aber es ist eben so, dass wir jetzt regieren. Wir regieren und wir haben einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das ist der Koalitionsvertrag, das ist der beschlossene Haushalt, das ist die Situation, die wir miteinander ja verabredet haben, eine Schwerpunktsetzung in der Bildungspolitik, in der Wohnungspolitik. Und insofern sage ich immer, ja, man kann und muss da auch noch drüber hinausgehen. Ihr kennt das alle bei mir. Zum Beispiel in der Mieten- und Wohnungspolitik haben wir so viel erreicht in den letzten 3 Jahren. Aber es ist absolut ärgerlich, dass dieser Koalitionspartner immer noch nicht das Umwandlungsverbot mitmacht, dass wir endlich verbieten können, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Und da muss man auch dranbleiben. Und das wollen wir auch gemeinsam durchsetzen. Das ist ganz klar. Aber ich will keine Milliardenprogramme versprechen, sondern ich will hier ganz klar und deutlich auch sagen, innerhalb des Rahmens, in dem wir uns bewegen, ist die sozialdemokratische Handschrift jeden Tag durch unsere gemeinsame Regierungsarbeit auch erkennbar und deutlich. Wir tragen auch alle im Übrigen gemeinsam Verantwortung. Das sind nicht die einen in der Partei und die anderen im Senat, sondern wir haben hier eine gemeinsame Verantwortung im Landesvorstand, in der Fraktion und im Senat. Und wir sind gemeinsam verantwortlich für dieses Erscheinungsbild, das voranzubringen und zu sagen, wir werden uns jeden Tag um die Sorgen und Nöte kümmern. Wir bringen die Stadt voran. Wir kämpfen darum, unsere sozialdemokratische Handschrift umzusetzen. Das ist etwas, was weit über ein 100-Tage-Programm hinausgeht, sondern was unsere Tagesarbeit sein muss und was die Berlinerinnen und Berliner auch von uns erwarten. Noch Gerald Salli, erstmal dazu. Wir regieren ja auch schon viele Jahre. Ich in meiner Funktion als Fraktionsvorsitzender. Und wir haben ja in den letzten Jahren einiges auf den Weg gebracht, was wir jetzt auch im Laufe der Legislatur konsequent auch zu Ende bringen müssen. Ich glaube, es ist richtig, seriös zu vermitteln, was man in den nächsten 1,5 Jahren machen will. Und ein Teil der nächsten 1,5 Jahre ist ja eh Wahlkampf. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir befinden uns ja ab Mai, Juni 2015, etwas später vielleicht, ja in der Auseinandersetzung mit den anderen Parteien, um Vertrauen zu gewinnen bei den Berlinerinnen und Berlinern. Deswegen glaube ich, kann man nicht zu viel versprechen, denn man würde sonst Erwartungen enttäuschen. Deswegen glaube ich, muss man sich darauf konzentrieren, die Punkte abzuarbeiten, die zurzeit bereits versprochen worden. Dazu gehört, dass wir weiter konsequent in Wohnungsneubau investieren. Dazu gehört, dass wir weiter unsere Schulen ausbauen, Kita-Plätze schaffen, so wie wir es in den letzten Jahren erfolgreich gemacht haben. Wir haben, glaube ich, mehrere tausend neue Kita-Plätze geschaffen und weitere müssen jetzt kommen. Dazu gehört, Genossinnen und Genossen, dass wir auch klar machen, dass wir ein neues Miteinander wollen, wo auch Regeln gelten. Das heißt, ich glaube, man muss Schwerpunkte setzen in den nächsten Jahren, die man aber auch dann konsequent abarbeitet. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir jetzt Versprechen machen, die wir womöglich später nicht halten können. Daher sage ich, glaube, wir müssen konsequent den Koalitionsvertrag abarbeiten, aber konsequent sozialdemokratische Punkte noch herauskitzeln. Und oftmals, wie gesagt, kostet es nicht viel Geld, sondern oftmals eine Frage der Glaubwürdigkeit, wie zum Beispiel mit der Umwandlungsverordnung. Da muss man mit dem Koalitionspartner ins Gespräch kommen und einfordern, dass für uns Sozialdemokraten das Thema wichtig ist. Vergisst nicht,
Wir haben gerade ganz große Baustellen und ich rede gerade nicht nur vom BER. Ich rede gerade von dem Rückkauf der Gasnetzkonzession. Ich rede gerade von den anstehenden Gesprächen, die es ja gibt zu der Stromnetzvergabe. Genossen und Genossen, die Stromnetze und Gasnetze gehören in Berliner Hand, nicht in den Händen Privater. Und das muss man jetzt konsequent herausarbeiten und umsetzen. Daher sage ich, ich glaube, es wird viel zu tun sein. Und ich glaube nicht, dass wir uns messen lassen wollen an 100 Tage, sondern wichtig ist, kompetent und aufrichtig klarzumachen, dass wir die Interessen der Berlinerinnen und Berliner, das, was wir zugesagt haben, konsequent umsetzen, Genossinnen und Genossen. Jan Stiss, auch noch mal ganz kurz dazu. Ich will da vielleicht mal einhaken, weil letztes Mal ja gesagt worden ist, es werden ja keine Unterschiede deutlich. Ich glaube, hier ist ein deutlicher Unterschied zu sehen. Ich stehe da wirklich dazu, dass ich es richtig finde, zu sagen, was nehmen wir uns als Weichenstellung von Anfang an vor. Und ich will auch klipp und klar, dass ihr, die Mitglieder der SPD, wisst, wofür ich stehe, wofür ich mich einsetzen werde. Und das geht über das hinaus, zu sagen, wir wollen nur den Koalitionsvertrag jetzt mal in Ruhe abarbeiten. Im Schlafwagen, liebe Genossinnen und Genossen. Im Schlafwagen werden wir die Wahl 2016 nicht gewinnen. Dann werden wir jetzt einfach mal die Fragen noch mal kurz sammeln und dann vielleicht erst antworten. Matthias Schulz ist da. Ja, ist von da. Geht sehr das? Gut. Ja, danke. Ja, vielen Dank, lieber Jan, lieber Michael, lieber Reit, für eure Ausführungen. Ich habe noch eine Frage, die ich eigentlich letztes Mal zu stellen wollte, aber leider aufgrund von Zeitgründen nicht mehr dazu kommen zu stellen. Deswegen habe ich sie diesmal wieder mitgebracht. Es geht darum, Jan, du hast vorhin gesagt, dass du was aufgeschrieben hast und auch noch ein Tagesprogramm aufgeschrieben hast. Und ja, das macht die SPD auch ganz gern. Auch auf Parteitagen schreiben wir gerne ich finde, mehr im Regelfall auch sehr gute Beschlusslagen. Ich bin sehr gespannt auf die Frage. Und ich habe da eine Frage zu. Und zwar haben wir ja vor, glaube ich, ein bisschen über 2 Jahren aufgeschrieben, dass das Thema S-Bahn-Ausschreibung und keine Ausschreibung geben soll, jedenfalls. Das wurde 14 Tage später vom Senatspolitik überholt, sozusagen. Obwohl es sozusagen nicht Parteilinie und nicht Verschlusslage der Partei gewesen ist. Und es hat zum einen natürlich gegen unsere Politik der Regionalisierung verstoßen, die Ausschreibung, wie ich finde. Aber zum anderen, wie das halt mich dann mal eigentlich in Frage führt, wäre eigentlich die, wie ihr als Bürgermeister eigentlich sicherstellen wollt, dass das eine Form von Kongruenz zwischen Senatspolitik und Parteibeschlusslage irgendwie hergestellt werden kann. Okay, alles klar, Dankeschön. Dann Inge Kaufmann. Inge Kaufmann ist dort auf dem Weg, sehr gut. Ja, hallo. Hallo, ich bin aus Charlottenburg-Wilmersdorf von der Kudamm-Abteilung. Und als Gewerkschafterin treiben mich besonders die sozialen Probleme in dieser Stadt um. Wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann liegen die ja im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße. Und ich möchte gerne an alle Kandidaten die Frage stellen, welche konkreten Maßnahmen wollt ihr ergreifen, um die in Berlin besonders hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen? Und mir geht es wirklich um konkrete Maßnahmen, also wie kann man es schaffen, Arbeitsplätze zu erhalten, gerade im industriellen Bereich. Also wir sehen gerade bei Osram, werden auch wieder Arbeitsplätze abgebaut. Und welche Chancen kann man schaffen, um Arbeitslose in Arbeit zu bringen, und zwar in gute Arbeit, die mindestens nach dem Mindestlohn entlohnt wird und besser noch tariflich geschützt wird? Danke. Dankeschön. Und Helmut Kienast noch. Welche Position werdet ihr einnehmen hinsichtlich der beiden Freihandelsabkommen, die ja jetzt in der Diskussion sind, wovon eines ja abgeschlossen ist? Beide Abkommen enthalten Schiedsklauseln, sogenannte Schiedsgerichte, die es ermöglichen, dass internationale Investoren die Errungenschaften, die wir hier erkämpfen, unter anderem auch die Mietbremse, die Mietpreisbremse, über die Schiedsgerichte aushebeln können. Meine Frage ist, bei der Ratifizierung, die es hoffentlich gibt,
Wie wird sich Berlin unter eurer Führung in Bezug auf diese internationalen Freihandelsabkommen positionieren? Dankeschön. Dann kommen wir zur S-Bahn-Ausschreibung. Michael Müller. Ich würde gerne da in dem Zusammenhang mal was sagen, weil ich muss zugeben, dass ich mich auch darüber geärgert habe, über die Formulierung, man darf nicht weiter Arbeit machen hier wie im Schlafwagen oder so gewinnt man keine Wahlen. Und mal ganz klar sagen, das ist genau das, was ich meinte. Wenn wir anfangen, uns selbst und unsere Arbeit kaputt zu reden, dürfen wir uns nicht wundern, wenn andere davon profitieren. Und das will ich auch gar nicht, kommt zum Thema S-Bahn, ich habe es nicht vergessen, aber es hat alles miteinander zu tun. Und das sage ich nicht nur für mein Ressort, da bin ich durchaus auch selbstbewusst. Ich habe angefangen 2011 mit 3.000 Wohnungen, die gebaut werden und Ende diesen Jahres werden da 10.000 bauen. Und das ist nicht das Ergebnis von Schlafwagenpolitik, sondern hat jeden Tag sich auf Landes- und Bezirksebene, im Übrigen nicht zu vergessen, auch das Mitziehen der Bezirke hat dazu geführt, hat sich etwas geändert, damit wir mehr erreichen und den Menschen mehr bezahlbaren Wohnraum auch bieten können. Und es ist die Dekolat und nicht Henkel oder Schayer zu verdanken, dass es überhaupt eine Richtung gegeben hat beim Thema Oranienplatz. Und es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen, dass sie sich da so engagiert hat, sondern hier hat eine Sozialdemokratin eine Verantwortung übernommen. Und es ist richtig, dass beim Thema BER noch einiges zu tun ist. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber unter anderem ist Klaus Wowereit Aufsichtsratsvorsitzender, weil einige andere sich in die Büsche geschlagen haben. Auch das gehört mit zur Wahrheit dazu, Genossinnen und Genossen. Das ist auch nicht Schlafwagenpolitik. Und deswegen auch beim Thema S-Bahn-Ausschreibung. Also da brauche ich keine Haltungsnoten. Ich weiß, wie eindeutig die Beschlüsse der Berliner SPD zum Thema Privatisierung oder jetzt Kommunalisierung sind. Teilweise habe ich sie selbst geschrieben 2009 als Parteivorsitzender und mitgewirkt daran, dass wir auch jetzt an dem Punkt sind, wo wir Dinge zurückkaufen können. Aber eins will ich hier ganz klar sagen. Ich mache auch Politik für die Berlinerinnen und Berliner und ich lasse mich von der Bahn nicht mehr erpressen. Die Berlinerinnen und Berliner wollen, dass diese Bahn fährt. Die sind pappsatt, dass die Bahn Rendite rausgezogen hat aus dieser Situation der S-Bahn. Und deswegen weiß ich genau, wie mein politischer Auftrag ist. Nicht vergessen. Aber ich sage, auch ein sozialdemokratischer Bürgermeister muss im Blick haben, hier Mobilität für die ganze Stadt zu organisieren. Und wenn wir das gut verabreden können mit der Bahn oder mit der S-Bahn, sehr gerne. Ich habe aber gerne auch noch jemanden dabei und gerne auch noch die BVG in der Hinterhand, damit ich mich nicht von der Bahn erpressen lassen muss, die Mobilität sicherzustellen. Das ist das Entscheidende. Mhm. Noch mal eine Verständnisfrage stellen, weil die BVG hat ja in der Zwischenzeit keinerlei Anstalten gemacht, sich auf eine kommunale Übernahme des Betriebs vorzubereiten. Darin sehe ich gerade das Problem, dass wir das ja beschlossen haben, gesagt haben, wir wollen zwei Alternativen haben. Und dann war die Aussage, es muss aber einen Wettbewerb geben, kommunale Alternative wollen wir gar nicht prüfen, wir machen eine Teilausschreibung und dann bewerben sich ganz viele und dann wird die Bahn nicht unter Druck geraten. Und jetzt haben wir die Situation, richtig informiert bin, es gibt Unterangebote für Wagenbeschaffung, aber für den Betrieb bewirbt sich nur noch ein Anbieter. Und das heißt doch, das Verfahren ist unter Wettbewerbsgesichtspunkten nicht so richtig erfolgreich. Es ist richtig, es ist nicht richtig, dass sich nur ein Anbieter bewirbt, aber richtig ist, dass die BVG noch nicht die konkreten Umsetzungsschritte gegangen ist, in eine Wagenbestellung zum Beispiel. Aber Jan, die BVG ist ein landeseigenes Unternehmen. Und damit ist sie auch ein politisches Instrument. Das will ich hier ganz klar sagen. Die haben einen anderen Auftrag als Private. Und ich vergleiche das mit unseren städtischen Gesellschaften. Die städtischen Gesellschaften hatten 2011 nicht den Auftrag zu bauen. Und dann haben wir gemeinsam in den Gesellschaftergesprächen gesagt, jetzt gibt es hier eine andere politische Vorgabe. Wir erwarten, dass ihr baut. Wir erwarten, dass ihr Wohnung kauft. Wir erwarten 6,50 Miete. Und dann wird das gemacht von städtischen Gesellschaften. Und das Gleiche können wir mit der BVG machen. Wir können uns nicht von heute auf morgen Wagen zaubern. Aber wenn wir in die Situation kommen, dass wir keine anderen Angebote haben, kannst du sicher sein, dass ich der Erste bin, der die Runde mit der BVG dreht und sagt, jetzt erwarte ich, dass ihr als kommunales Unternehmen eurer Verpflichtung nachkommt
und die Mobilität für die Berlinerinnen und Berliner sichert. Darum geht es und das werden wir auch machen. Ich will gerne nochmal. Also, das höre ich gern. Gut. Es ist ja Beschlusslage der SPD, aber trotzdem sind wir natürlich ein bisschen spät dran. Ne? Also es ist ja nun nichts passiert seit vielen, vielen Jahren und der Beschluss ist von 2012. Und dass wir uns auch mal, ich glaube, dass der Appell zu sagen, man darf in diesen Sachfragen nicht unterschiedlicher Meinung sein, das ist nicht immer gleich ein Schlechtreden. Das muss in einer demokratischen Partei erlaubt sein, dass man über unterschiedliche inhaltliche Positionen auch einmal streitet, liebe Genossinnen und Genossen. Und es wundert mich wirklich die Kritik an diesem 100-Tage-Programm, wenn wir uns nicht mal mehr trauen, eigene sozialdemokratische Ansätze aufzuschreiben und zu sagen, das ist unser Ziel, mit dem ich als Kandidat für das Amt des regierenden Bürgermeisters hier in diese Runde gehe, dann wundert mich das. Ich finde, das ist immer unsere Stärke gewesen, dass wir uns über Ideen und Gedanken und Konzepte ausgetauscht haben und dabei sollte es auch bleiben. Apropos, Reit, Sally, wollen Sie noch über die S-Bahn sprechen? Haben Sie noch das Bedürfnis, über die S-Bahn zu sprechen? Sonst Nö, ich glaube, es wurde alles gesagt. Okay, gut. Hätte ja sein können, ich wollte Sie nur nicht. Ne? Lass Dann uns würden wir drehen. Einfach noch mal die Runde von da anfangen zu den konkreten Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit, Gerne. Was Inge Kaufmann gefragt hat. Gerne. Ich bin dankbar für die Frage, denn für uns Sozialdemokraten und Sozialdemokraten ist genau das Thema Arbeit, faire Arbeit, gute Arbeit, eins der Punkte, für die wir seit 150 Jahren glaubwürdig stehen, ist eins der Punkte, wo man uns dann messen wird, die Sozialdemokratie, wie sie gearbeitet hat. Und wir haben einiges ja bereits in den letzten 3 Jahren umgesetzt. Vieles ist ja geschehen, indem wir zum Beispiel gesagt haben, Landesmindestlohngesetz, Vergabegesetz und andere Sachen. Ich glaube aber, dass man anders denken muss, gerade in Berlin, einer Stadt, die boomt. Ich möchte als regierender Bürgermeister Wirtschaftsansiedlung zur Chefsache machen in Berlin. Das heißt, eine Art blaues Telefon, kann auch rot sein, kann auch grün sein, nee, grün vielleicht nicht, aber ein Telefon, wo Leute, die sagen, wir wollen in Berlin investieren. Und was ist denn damit verbunden mit einer Investition, Genossinnen und Genossen? Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze. Und die Zeit nehme ich mir als regierender Bürgermeister von Berlin. Wirtschaftsansiedlung von oben. Eine Willkommenskultur für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, wir interessieren uns für Berlin. Und dann muss man auch tatsächlich viele Punkte, die nicht so funktionieren in der Verwaltung, muss man auch neu diskutieren. Es kann nicht sein, dass mir Unternehmer sagen, dass zwischen der Idee und der Umsetzung so viel Zeit vergeht wegen der Anträge, wegen der Genehmigungen. Das ist ein Hindernis für eine Wirtschaftspolitik, Genossinnen und Genossen. Und ich möchte bei all den Sachen, die wir als Arbeitgeber machen, auch nicht wegschauen. Gerade war ich vor ein paar Tagen mit Leuten zusammen vom Technikmuseum. Die haben mir erzählt, lieber Saleh, ein Genosse war dabei, lieber Reit. Wisst ihr, bei uns gibt es 6 verschiedene Verträge. Die einen kriegen 8,57 Euro, die anderen kriegen 11,89 Euro und sie dürfen nur 20 Stunden arbeiten und manche haben 2 Verträge. Montag und Dienstag sind sie bei 8,50 Euro und Mittwoch und Donnerstag sind sie bei 11 Euro. Genossen, Genossin, das ist doch Gaga. Wir sind doch die Arbeitgeber, Genossinnen und Genossen. Da muss man mit gutem Beispiel vorangehen, bevor man auf andere zeigt. Und ich möchte eine andere Sache sagen. Da gab es ein Treffen bei der UVB, wo der Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, ein ganz konservativer, der hat wirklich viele Sachen erzählt, wo ich als Sozialdemokrat gedacht habe, nicht meine Position. Und ich saß vorne mit Klaus Wowereit in der ersten Reihe und mit dem Parlamentspräsidenten. Und er hat eine Sache gesagt, die ich beeindruckend fand. Ich hätte beinahe geklatscht, ich gebe zu, aber nur beinahe. Könnte ja schaden im internen Wahlkampf. Er hat gesagt, einer seiner Manager hatte gerade ein Gespräch gehabt mit Auszubildenden. Sie gingen raus, er hat sie gesehen, er hat sich mit denen unterhalten. Die machten einen tollen Eindruck, die waren super. Und er ging rein, ganz stolz, und hat gesagt, Herr Manager, haben Sie sie eingestellt? Kommen die Auszubildenden? Dann sagt der Manager, nö. Ingo Kramer fragt, warum nicht? Dann sagt man,
die können keinen Dreisatz. Verdammt nochmal, sagt Ingo Kramer, dann bringen Sie ihnen Dreisatz bei. Wir wollen auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen, auch notfalls nachzubessern. Das ist der Ansatz, wo wir hingehen müssen. Und wir brauchen tatsächlich in unseren landeseigenen Unternehmen ganz, ganz viele Korrekturen, dort, wo es nicht fair läuft. Wir diskutieren gerade im Bereich Vivantes eine Ausgliederung. Mal schauen, wie die Diskussion läuft. Aber sozialdemokratisch müssen wir nochmal nachhaken. Wir müssen die Leute im Landeshand behalten und nicht permanent ausgliedern, Genossinnen und Genossen. So, dann machen wir mal weiter, damit wir noch so viele Fragen und Antworten wie möglich schaffen. Michael Müller, Arbeitslosigkeit, auch nochmal konkrete Maßnahmen. Ja, es wurde ja konkret auch nach den Industriearbeitsplätzen gefragt und da muss man eben auch sehen, dass sich die Situation ja verändert, dass ja auch schon in den Unternehmen, die wir in der Stadt haben, es eine ganz andere Form von Produktion gibt und von Technologie, die angewandt wird. Und ich glaube, darauf müssen wir auch verstärkt für die Zukunft setzen. Wir haben ja ein riesiges Glück in der Stadt mit freien Flächen, auch für Unternehmensansiedlung, wo wir wirklich in der Stadt Arbeitsplätze schaffen können und Investitionen darstellen können. Und es gibt dann ja immer in diesem Zusammenhang den Bereich und Begriff der Smart City. Ich zucke immer erstmal, weil ich glaube, das ist, eigentlich steht dieser Begriff für alles und nichts. Jeder versteht da was anderes drunter. Aber wenn man es mal versucht runterzubrechen, dann heißt das, es sind die Zukunftstechnologien für eine wachsende Stadt, die gefordert sind und die wir ausbauen müssen. Also das heißt Recyclingwirtschaft, Mobilität, Gebäude, Klima, Energietechnik. Und darauf zu setzen, ich glaube, dass das richtig ist, dass wir da durchaus als Berlin ja viel einzubringen haben, auch schon durch die Industriearbeitsplätze, die wir haben, in der Verknüpfung mit dem wissenschaftlichen Umfeld. Und jetzt können wir die Flächen auch noch anbieten, vom Cleantech-Park Marzahn über Adlershof bis perspektivisch auch Tegel. Und darauf setze ich sehr. Ich will, dass Berlin die Stadt der Arbeit ist. Und Arbeitsplätze schaffen heißt eben auch ganz konkret Ansiedlungsmöglichkeiten schaffen und für die Unternehmen, die da sind, Veränderungsmöglichkeiten schaffen. Und das bietet Berlin. Darauf setze ich ganz stark, dass wir diese neuen Technologien, die in Zukunft in einer wachsenden Stadt oder in den wachsenden Städten weltweit gefordert wird, dass wir diese Technologien von Berlin aus wirklich nach außen tragen können und damit viele tausend Arbeitsplätze schaffen. Und die Frage ging explizit auch an alle drei. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir nicht so weit auseinander sind. Dass ganz klar ist, dass wir zwei große Stärken in Berlin haben, nämlich einmal die Unternehmen, die schon hier sind und die wir noch herkriegen können. Es gibt ja eine Tradition hier in der Stadt für Gründung. Es gibt ja zwei Start-up-Unternehmer, die irgendwann mal im Schöneberger Straße am Gleisdreieck angefangen haben, im Hinterhof mit ganz bescheidenen Mitteln. Gab es viele Zweifel, ob das vorangehen kann. Viele haben gesagt, das wird nichts, eine komische Technologie, auf die ihr euch da einlasst. Ja, das waren Herr Siemens und Herr Halske. Die haben da ihr Unternehmen gegründet, hier in Berlin. Und heute haben sie, ich glaube, 75 Milliarden Euro Umsatz. Und dieses, was in der Geschichte der Stadt angelegt ist, dass hier gegründet wird, dass hier erfunden wird, dass es eine große Forschungslandschaft gibt, dass es eine Wissenschaftslandschaft gibt, und wenn man das miteinander zusammenbringt, dass dann Synergien entstehen, die Berlin wirklich weit nach vorne bringen können, die ganz viele neue Arbeitsplätze in die Stadt bringen können. Und das ist allerdings auch eine schwierige Aufgabe. Ich habe das eingangs schon mal kurz angesprochen. Wir sind ja beim Wirtschaftswachstum immer noch sehr weit vorne, haben das beste Wirtschaftswachstum, aber wir sind bei der Beschäftigungsquote immer noch ganz hinten. Und diese Schere zu schließen, das ist die große Aufgabe, die wir nur dadurch hinkriegen, dass wir gute Arbeit in die Stadt bekommen. Auch die Erzeugenden, auch das erzeugende Gewerbe müssen wir weiter stärken, weil gerade die Bereiche, die in letzter Zeit stark gewachsen sind, Tourismus, Einzelhandel, Gaststättengewerbe, Hotelgewerbe, da wird immer noch zu schlecht gezahlt. Da mussten wir ja zum Teil jetzt mit dem Mindestlohn regulierend eingreifen. Wir wollen Arbeitsplätze auch in der Industrie wieder in der Stadt haben, wo Jobs ordentlich bezahlt werden und wo wir dazu kommen, dass wir eben nicht auf die Dauer die rote Laterne haben, sondern dass es aufwärts geht, dass wir ein Wachstum hinbekommen und dass dieses Wachstum am Ende bei allen Berlinerinnen und Berlinern ankommt. Das wollen wir ja eben nicht für wenige, sondern das soll für alle funktionieren. Das muss der Kern sozialdemokratischer Arbeitsmarktpolitik sein.
Es steht noch eine Antwort aus von Helmut Kühners, der hatte nach dem Freihandelsabkommen gefragt. Wie stehen Sie dazu, Reitsallee? Ich habe mit dem Abkommen mehrere Probleme. Erstens, weil er nicht breit diskutiert worden ist, auch nicht innerhalb unserer Partei. Und zweitens, weil er tatsächlich noch Punkte enthält, wo ich Bauchschmerzen habe, weil ich befürchte, dass das ein Schritt zurück ist. Ein Schritt, den wir in Berlin längst überwunden geglaubt zu haben. Und daher habe ich mit dem Abkommen große Bauchschmerzen. Herr Müller. Zum einen bin ich erstmal froh, dass es ja in dem ersten Schritt wenigstens auch ein gemeinsames Papier gegeben hat, der Bundes-SPD, ja auch mit den Gewerkschaften zusammen, und dass man wenigstens eine halbwegs ähnliche Position da formulieren konnte. In der Zielrichtung ist es natürlich trotzdem grauenvoll, das muss man sagen. Wir haben es ja eben gemerkt, wir sind ja hier beide engagiert, streiten uns darum, wie kann man Aufträge besser vergeben, welche Rolle haben kommunale Unternehmen, wie kann man Wirtschaft stärken, Arbeitnehmerrechte stärken. Wir verabreden das alles miteinander und gleichzeitig wird auf einer ganz anderen Ebene alles ausgehebelt. Das ist ein unerträglicher Zustand und gerade diese Schiedsgerichte, glaube ich, öffnen da Tür und Tor für dieses Verfahren, dass zum Schluss sich große Lobbyisten durchsetzen über ihre entsprechende Macht in Brüssel oder wo auch immer und dann ausschließlich wirtschaftliche und Renditeinteressen im Vordergrund stehen. Und ich hoffe sehr, Berlin muss dann auch eine klare Position einbringen, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, aber es wird alleine nicht reichen. Ich hoffe sehr, dass wir da ein breites Bündnis finden, sowohl ein gesellschaftliches, auch mit großen Organisationen, wie auch in den Parteien, um da nochmal was zu korrigieren. Man muss sich vielleicht noch mal klar machen, ich bin Helmut auch dankbar für diese Frage, man muss sich noch mal klar machen, worum es dabei geht. Wenn diese Abkommen durchkommen und ratifiziert würden und vor allen Dingen dieses CETA-Abkommen ratifiziert wird und wir dann noch lange über TTIP diskutieren, dann bedeutet das, dass wir unsere nationale Souveränität verlieren, dass wir vieles vergessen können, was wir hier überhaupt verabreden, weil Sachen wie Arbeitnehmerrechte, Umweltstandards, es geht nicht nur um Chlorhühnchen, ja, es geht um elementare Rechte, ist auch ein elementares Recht, keine Chlorhühnchen essen zu müssen. Aber es gab die Beispiele, NAFTA-Abkommen zwischen Mexiko, USA und Kanada, wo dann plötzlich gesagt worden ist, ach, bei euch streiken die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, das ist aber nicht tarifäres Handelshemmnis, da müsst ihr Schadensersatz verzahlen, dass bei euch Streiks zulässig sind. Oder in Kanada, dass sich eine Firma aus Neufundland zurückzieht aus den USA, sagt, wir geben alles auf, lässt die Gemeinde wirklich in schlimmer Not zurück, viele Arbeitslose. Dann sind sie weg und dann sagen sie, ja, aber die Wasserrechte, die haben wir ja nicht aufgegeben. Da hätten wir ja einen 500 Millionen Dollar Schadensersatz für, dass wir die zurückgelassen haben. Und vor allen ordentlichen Gerichten, ihr wisst ja, ich bin da als Richter vorbelastet, vor allen ordentlichen Gerichten wird immer gesagt, wir weisen die Klage ab, ihr habt wohl eine Meise. Und dann gehen die Leute zu diesen Schiedsgerichten und sagen, das wollen wir ja mal sehen. In diesen Sonder- und Geheimgerichten kriegen wir das doch durch. Und 95% der Entscheidungen dieser Schiedsgerichte gehen so aus, dass die Kommune, das Land oder der Staat zahlen muss. Und das ist ein Erpressungspotenzial, das wir nicht durchgehen lassen dürfen. Deshalb sage ich klipp und klar. Und deshalb darf man in der Bundespolitik als regierender Bürgermeister sich auch nicht nur bei der Zeitungslektüre aufregen. Man muss sich einbringen. Man muss auf Bundesebene für die Interessen Berlins streiten. Und hier geht es um ganz konkrete Berliner Interessen. Das schadet Berlin, wenn das durchkäme. Wir sind ja gerade in der Auseinandersetzung darum, ob wir überhaupt noch gefragt werden oder ob der Handelskommissar einfach die Unterschrift runtersetzen kann und dann ist es in Kraft getreten. Wir sind in der Auseinandersetzung darum, dass wir als Deutschland, als Bundestag und als Bundesrat überhaupt zustimmen müssen. Und eins kann ich euch sagen, weil die Frage so gestellt worden ist. Wenn ich regierender Bürgermeister bin, wird Berlin für ein Abkommen, in dem eine solche Investorenschutzklausel steht, im Bundesrat nicht die Hand heben. Dann gehen wir in die nächste Runde der Fragen. Ich rufe wieder die Namen auf und Sie stellen Ihre Frage. Marianne Kröpelin, Michael Musall, Käthe Reimann und Fabian Fischer. Und bitte schön, Frau Kröpelin.
Mein Name ist Marianne Kröpelin, ich komme aus Charlottenburg-Wilmersdorf und ich hätte folgende Fragen an die Kandidaten. Ich bin im Wesentlichen Nutzerin des öffentlichen Nahverkehrs, aber auch sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und der Verkehr könnte nach meiner Meinung flüssiger laufen, auch für die Transporter, wenn wir ein besseres Verkehrsleitsystem hätten. Das war ja früher mal bei der Polizei angesiedelt. Und nach meiner Meinung ist es da auch richtig, denn wir haben ja auch relativ viele verkehrstote Radfahrer. Ja, das ist doch ein, da müsste sich was tun, müsste was verbessert werden. Eine zweite Frage bezieht sich auf die Senioren. Ihr wisst alle, dass ja über 30% in dem Alter 60 plus sind. Und dass da eine Mitwirkung durch das Seniorenmitwirkungsgesetz gegeben ist, was auch wieder zurzeit novelliert wird. Da war Berlin Vorreiter mit der Mitbestimmung, also Mitwirkung ist eigentlich richtig. Frage, kann man die Wahlen dieser Mitglieder in allen 12 Bezirken noch dadurch verbessern, dass man zusammenlegt, Abgeordnetenhaus, BVV-Wahlen als Briefwahl. Das ist auch schon so angedacht. Ich hoffe, dass es kommt, damit die Senioren auch sich noch stärker einbringen können in die Politik. Viele sind parteipolitisch gebunden, andere sind in der Gewerkschaft. Wir haben aber auch einige Ehrenamtliche, die sind nicht in der Partei und die sollen ja auch ihre Stimme erheben können. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kröpelin. Dann Michael Musall. Auf dem Weg oder? Nee, gar nicht da? Weg. Okay, machen wir weiter. Käthe Reimann? Auch nicht da? Doch, auf dem Weg. Und Fabian Fischer? Da, sehr gut. Dann Frau Reimann, bitte. Ja, das Kulturressort interessiert mich. Die Frage, seid ihr alle in gleicher Weise da engagiert, dass das Niveau gehalten wird? Das jetzt die Kultur in Berlin hat. Das wollte ich wissen. Dankeschön. Und Fabian Fischer noch. Genau. Hallo, ich bin Fabian. Ich komme aus Neukölln. Wir sind uns ja alle einig darüber, dass wir hier auch über den Kandidaten für die Abgeordnetenhauswahl 2016 entscheiden und damit auch über denjenigen, der für uns die Koalitionsgespräche führen wird, mit welchem Partner auch immer. Und dann geht meine Frage, wir sind ja glücklicherweise als Partei in Berlin relativ flexibel, was unseren Koalitionspartner angeht. Naja, das ist ja ein Gewinn auch, wenn man jetzt andere Landtagswahlen anguckt. Nichtsdestotrotz, ohne in die Ausschließeritis zu verfallen, würde ich gerne wissen, ob ihr eine große Koalition unter Führung der CDU, falls wir es 2016 nicht schaffen werden, und ich weiß, wir werden uns ganz doll anstrengen, bitte beantwortet die Frage und sagt nicht nur, dass wir uns ganz doll anstrengen, weil ich weiß, dass wir es tun, aber schließt ihr eine solche Koalition aus? Dann fangen wir mal nochmal mit der Verkehrspolitik an und dem Verkehrsleitsystem. Michael Müller. Ja, vielleicht sind ja kurze, knappe Fragen gewesen. Vielleicht kann man da auch viel zusammen beantworten. Bei dem Seniorenmitwirkungsgesetz, ganz klar, das wird im Moment ja auch im Parlament beraten, wie man mit einer Novellierung umgeht. Es gibt da ein Für und Wider, ob man das mit anderen Wahlen verbindet, weil natürlich schon die Bedeutung auch einer Abstimmung, einer Wahl eine andere ist, wenn sie für sich steht und nicht mit anderen Wahlen gekoppelt wird. Aber dazu, glaube ich, kann Rat vielleicht besser Auskunft geben, wie der im Moment Stand der Diskussion ist. Was das Kulturressort anbelangt, glaube ich, haben wir alle drei das deutlich gemacht, wie wichtig uns die Kultur ja auch ist. Und das hat nichts damit zu tun, wie im Moment die Verfassungslage ist, dass es ohnehin beim regierenden Bürgermeister angesiedelt ist, sondern es geht eben wirklich darum, einen der großen, wichtigen Standortvorteile dieser Stadt mindestens zu erhalten oder auszubauen. Und da gibt es auch nicht den einen Königsweg in der Hochkultur, in der bezirklichen Kultur, sondern diese Mischung, diese Spannung auch in der Kultur macht es, glaube ich, aus in Berlin. Die Koalitionsfrage ist, glaube ich, jetzt haben wenigstens alle Journalisten aufgepasst, was wir da jetzt sagen und ob wir uns irgendwie festlegen. Also das ist zumindest für mich, kann ich sagen, sicherlich nicht abschließend zu beantworten, sondern es ist vor allen Dingen wirklich das Ziel, führende Kraft zu sein und egal, ja, und egal, Moment, es geht ja weiter. Ja. So einfach ist es eben doch nicht. Und dann eben auch auf jeden Fall zu vermeiden, in welcher Farbkonstellation auch immer Juniorpartner zu sein. Weil das erleben wir. Das erleben wir auf Bundesebene, Genossinnen und Genossen.
Ich glaube, das nehmen wir alle miteinander so wahr, dass die Sozialdemokraten da eine gute Arbeit machen auf Bundesebene. Aber die sind da gefangen als Juniorpartner. Die kommen da aus dieser Nummer so leicht nicht raus, wie wir an den Umfragen sehen. Und deswegen sage ich ganz klar, das eine ist tatsächlich stark zu sein. Und da muss man nicht machen, sondern das ist wirklich jeden Tag zu beweisen, dass wir es können und dass wir es wollen. Und daraus dann auch den führenden Anspruch abzuleiten und möglichst in einer Zweierkoalition oder in einer Dreierkoalition dann auch ganz klar die Verantwortung übernehmen und sich nicht als Juniorpartner zu ergeben. Das ist das Wichtige, was wir uns erhalten müssen und auch Optionen zu haben. Und zu dem Verkehrsleitsystem jetzt. Das ist ja konkret auch diskutiert worden jetzt eben in Bezug auf die Radfahrerinnen und Radfahrer. Das nimmt also die Bedeutung des Radverkehrs in der Stadt nimmt praktisch jeden Tag zu. Und das wollen wir und nicht nur unterstützen, sondern das machen wir auch jeden Tag schon, auch durch den verstärkten Ausbau der Radwege auf der Straße, um damit auch die Sicherheit der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer zu erhöhen. Sie sind dann gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer neben dem Auto, werden besser gesehen und können besser sehen. Das ist viel besser als diese Radwege auf dem Bürgersteig. Es gibt viele andere Dinge, Abbiegesituationen verbessern, bis hin zu Fahrradparkhäusern, die kommen müssen und kommen werden, wo wir auch schon jetzt konkrete Verabredungen haben. Also der Radverkehr spielt eine große Rolle in unserer Stadt. Und die Verkehrslenkungszentrale, die ist tatsächlich jetzt neu organisiert worden in der letzten oder vorletzten Legislaturperiode. Ich glaube, auch an dieser Stelle schließt sich wieder der Kreis. Die Frage ist nicht, wo sie angesiedelt sind, sondern die Frage ist, wie sie ausgestattet sind und wie sie ihre Arbeit machen können. Auch an der Stelle muss Verwaltung Dienstleister sein und auch da brauchen wir dringend neue Leute und auch die entsprechende Kompetenz, damit wir dann eben auch die entsprechenden Sicherheitsangebote machen können. Jan Stöß, wenn Sie auch eine Paketantwort vorbereitet haben, dann könnten wir noch eine zweite Runde, eine dritte Runde schaffen. Das kriege ich hin. Also ich fange auch mal bei der letzten Frage an. Ich glaube, wenn wir nach 25 oder 27 Jahren Regierungsverantwortung als kleiner Partner in eine große Koalition mit der CDU gehen würden, da können wir uns die Karten legen. Deshalb sage ich ganz klar, das ist was, was ich ausschließen würde. Die SPD hat hier einen Führungsanspruch an der Stadt, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir haben keinen Anspruch und machen nicht den Anspruch geltend, als kleiner Partner mit der Union weiter zu regieren. Im Gegenteil, ich bin jemand von denen, die bei der letzten Koalitionsverhandlung schon gesagt haben, probieren wir so hartnäckig wie möglich, dass sich die Grünen noch bewegen. Ich habe dafür gekämpft und am Ende auch nicht die Hand dafür gehoben, zu sagen, wir brechen die Verhandlungen ab, sondern habe gesagt, eine von zwei Stimmen, die im Landesvorstand gesagt haben, probiert es nochmal. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, jetzt endlich damit Schluss zu machen, von vornherein immer zu sagen, wir wollen, mit der Linken haben wir ganz große Bedenken, mit den Grünen haben wir ganz große Bedenken. Ich glaube, wir müssen ganz klar machen, wir wollen die Regierung führen und dann werden wir Gespräche darüber führen, mit wem wir diese Regierung bilden können, mit wem wir die meisten sozialdemokratischen Inhalte durchsetzen können. Deshalb bin ich an der Stelle wirklich bei Michael. Ein kleiner Partner wollen wir nicht sein, liebe Genossinnen und Genossen. Bei der Kultur kann ich vielleicht höchstens noch ergänzen, dass ich glaube, dass wir uns da auch so ein bisschen breiter aufstellen müssen, dass wir die Kulturverwaltung tatsächlich auch ernst nehmen, genau wie die anderen Fachverwaltungen auch ernst genommen werden. Ich würde Tim Renner, der den Vorschlag gemacht hat, da sehr bestärken darin, dass der sagt, wir wollen, wenn Bebauungspläne aufgestellt werden, wenn vom Liegenschaftsfonds wieder mal Grundstücke veräußert werden, da wollen wir als Kulturverwaltung vorher gefragt werden und da wollen wir mitreden, weil es oft auch kulturelle Nutzungen sind, die sonst verloren gehen und die sonst nicht mehr möglich sind. Deshalb glaube ich, dass wir da wirklich Kultur einen ganz neuen eigenen Stellenwert geben müssen. Und noch das Seniorenmitwirkungsgesetz. Noch ganz kurz den Punkt. Also ich glaube, wir brauchen auch diesen Stadtentwicklungsplan Kultur, der die bezirklichen Themen wieder ernster nimmt. Kultur sind eben nicht nur die großen Häuser. Kultur ist auch, wenn vor Ort eine Galerie oder eine Bezirksbibliothek unterhalten werden muss, die dezentrale Kulturarbeit, die ist fast genauso wichtig wie die großen Häuser. Und da, glaube ich, da setzt auch mein Punkt an, da müssen wir eben auch investieren. Gerade diese kleine, diese dezentrale Landschaft in den Bezirken, in bezirklicher Trägerschaft, die dürfen wir nicht runterkommen lassen.
jetzt mal hier hin. Die dürfen wir nicht runterkommen lassen. Da muss das Kleine zum Großen passen, damit die Leute auch sagen, okay, wir finden auch große Events gut, wir machen auch große Events mit, aber da muss es auch im Kleinen dazu passen. Zum Fahrradfahren, da bin ich Überzeugungstäter, weil ich ja selber passionierter Fahrradfahrer bin und aus eigener Erfahrung kenne, dass es ja auch immer noch Lücken im Radwegenetz gibt, das weiter voranzutreiben. Da muss man übrigens mal der Abgeordnetenhausfraktion danken, weil die Entwürfe, die aus der Senatsverwaltung kommen, immer Kürzungen und Streichungen vorsehen. Das liegt nicht an der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Das liegt an jemandem, ich weiß nicht, ob er noch da ist, dass sich das nicht hat durchsetzen lassen. Und da durchsetzungsstark zu sein und zu sagen, wir wollen Berlin zur Fahrradstadt machen, wir wollen aber auch dafür sorgen, dass Radwege so sicher sind, dass sie nicht immer auf den Fußgängerwegen fahren. Das ist ein Anspruch, den wir übrigens auch noch jetzt in den nächsten 2 Jahren und bei den Verhandlungen zum nächsten Doppelhaushalt einlösen können, wirklich Berlin zu der fahrradfreundlichsten Stadt zu machen, die wir in Deutschland haben. Reitz-Allee. Genossinnen und Genossen, ich möchte als regierender Bürgermeister die SPD zur stärksten Kraft machen. Zur stärksten Kraft im Parlament, zur stärksten Kraft im Senat. Deswegen müssen wir auch Vertrauen zurückgewinnen. Und ich sage euch, es liegt harte Arbeit vor uns. Und deswegen möchte ich, dass wir stärkste Kraft sind und hart arbeiten, dass wir 2016 die Wahl gewinnen. Das muss unser erklärtes Ziel sein. Wir haben ja erlebt, wurde gerade von Michael Müller gesagt und auch von Jan Stöß, wie wir uns gerade auf Bundesebene in der Rolle präsentieren. Es ist keine glückliche Rolle. Genossinnen und Genossen, wir müssen Glaubwürdigkeit zurückholen und auch Tabus brechen und wieder mehr zuhören und genau hinschauen, was uns die Leute sagen, wo es tatsächlich Sachen gibt, wo wir vielleicht als Politiker langsam etwas weg sind von den Realitäten. Ich habe in den letzten Jahren eine Menge gelernt, auch gerade jetzt aktuell eine Menge gelernt und ich glaube, wir müssen ein Stück weit wieder den Kern, den Wert der SPD noch mehr herausstellen, die Bodenständigkeit. Immer wieder uns prüfen, ob wir mit beiden Leuten da unten sind und uns nicht immer versuchen, künstlich bei denen da oben zu bewegen, Genossinnen und Genossen. Das muss unser Ziel sein. Ja, als regierender Bürgermeister werde ich die Kulturpolitik zur Chefsache machen. Dafür ist sie zu wichtig. Und ja, Genossinnen und Genossen, wir müssen auch ein paar Themen diskutieren. Und da war dein Beispiel mit dem Seniorenmitwirkungsgesetz. Und du hast zu Recht betont, Mitwirkung, dabei sein, aktiv. Und wir diskutieren es gerade bei uns in der Fraktion sehr intensiv. Und wir haben ja auch demnächst wieder ein gemeinsames Treffen im Seniorenparlament, wo wir uns dann ja wieder sehen. Und ich bitte dich auch wieder, diese Fragen zu formulieren. An alle Parteien, an unsere Fraktion, aber auch an alle anderen. Damit wir das Thema noch intensiver beraten. Macht das Sinn, dass wir einen extra Wahlgang machen? Oder macht das vielleicht Sinn, am selben Tag einen Wahlgang mit einzubinden? Das ist ja die Frage. Und ich finde, diese Diskussion sollten wir offen und ehrlich und auf Augenhöhe führen. Und die letzte Frage, Verkehrspolitik, da wurde ja das Notwendige von unseren Experten gesagt. Fahrradstadt Berlin, Fußgängerstadt Berlin. Auch das möchte ich wieder mehr im Fokus holen. Wisst ihr, Genossinnen und Genossen, wie viele Barrieren Fußgänger haben? Wisst ihr, wenn euch lebenserfahrenere Menschen sagen, dass so eine Bordsteinkante oft ein großes Hindernis für sie sein kann? Ich habe Zwillinge, jetzt sind die 4 Jahre, die brauchen keinen Kinderwagen mehr. Aber es gab eine Phase mit so einem Ding unterwegs, mit einem Doppelwagen-Zwillinge. Glaubt mir, ich habe beim Thema Kneeling, ob die Busse gekippt werden zum einfachen Einsteigen, meiner Fraktion gesagt, Kneeling bleibt.